Dámy a pánové, bohužel nemám mluvit česky jako moje rodiče. Das fünfte Meeting Brno mit dem Motto Step Out legt den Fokus auf Selbstreflexion und Selbstbewusstsein als Voraussetzung einer mündigen Bürgergesellschaft. Eine Zivilgesellschaft mit mündigen Bürgern muss das Ziel jeder Demokratie sein. Kollektive Selbstreflexion und Selbstbewusstsein sind nur möglich, wenn sich eine Gemeinschaft mit ihren Wurzeln auseinandersetzt. Und die kulturellen Wurzeln von Brünn sind nicht nur tschechische, sondern es sind auch deutsche und auch jüdische. Eben diese Vielfalt hat zu der großen Blüte der Stadt in der Zwischenkriegszeit beigetragen. Und gerade heute, wo ethnische, religiöse und kulturelle Differenzen oft nicht als Reichtum, sondern als Gefahr gesehen werden, ist Meeting Brno ein ganz wichtiges Ereignis. Geschichte wiederholt sich nicht, aber strukturelle Elemente können sich wiederholen. Und angesichts einer krisenhaften Gegenwart ist die Gefahr eines Rückfalls in nationalistische, rassistische, fremdenfeindliche und obrigkeitshörige Gesellschaften groß. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts war eine tiefe ökonomische Krise eine der Voraussetzungen für den deutschen Nationalsozialismus. Und die Schuld für die Krise wurde nicht dort gesucht, wo sie war, nämlich in dem Auseinanderklaffen von wenigen Reichen und vielen Armen und Arbeitslosen, sondern die Schuld für die Krise wurde den sogenannten anderen in die Schuhe geschoben, und damals waren das die Juden. Heute sind das nicht mehr die Juden im Wesentlichen, teilweise auch, aber es gibt ja nicht mehr so viele. Heute sind die anderen vorwiegend Moslems, Flüchtlinge und Asylanten. Um populistischer Politik gegenüber gefeit zu sein, hilft die Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit wie mit der kulturellen Vielfalt der Gegenwart. Es gibt, glaube ich, nichts, was dazu besser beitragen könnte als eine Zusammenkunft. Eine Zusammenkunft verschiedener Menschen mit verschiedenen Meinungen und Ansichten. Und das kann dazu helfen, Vorurteile abzubauen, Empathie und Verständnis und Toleranz zu entwickeln. Und in diesem Sinne wünsche ich Meeting Brno einen großen Erfolg.